Heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um eine neue Produktion von Rossana, nämlich den Himbeertabak. Ich zeige euch einfach mal die OVP. Vielen Dank an Mutlu und Jens vom relaxshop-kk.de, dass ich die neuen Sorten testen darf. Ups, Steuerbanderole 4,20 Euro, die 50 Gramm. Und ja, Himbeere, Raspberry auf Englisch. Und wir sagen ja immer Brombeere dazu. Und jetzt habe ich einfach mal geschaut, was Raspberry eigentlich genau heißt. Und da steht halt auch Himbeere oder eine Frau, die sich vor Drogen prostituiert. Kann also auch eine Himbeere sein. Aber ich nehme an, auf das will Rossana nicht hinaus. Und dann kommen wir mal zum Geruch. Also der Tabak riecht sehr, sehr fruchtig und nicht zu intensiv. Ich finde überhaupt nicht künstlich oder chemisch, riecht wirklich relativ natürlich. Ich meine, so eine Himbeere, ja, die riecht nach nichts, wenn man dran riecht. Aber die riecht eigentlich so ein bisschen wie eine Himbeere schmeckt. Auch ziemlich säuerlich. Kommen wir mal zum Rauch. Ja, der Rauch immer wie bei den neuen Rossana-Sorten sehr, sehr zufriedenstellend, gefällt mir also wirklich sehr gut. Er ist ja auch sehr feucht und es ist kein Wunder, dass er dann raucht. Ihr habt es gesehen, die Molasse ist sogar in den Tütchen da geklebt. Und dann kommen wir mal zum Geschmack. Also beim Anrauchen, das muss ich noch sagen, hat der Tabak wirklich widerlich nach Gummi geschmeckt. Das war bei dem Rossana Kirsch auch so, den ich schon geraucht habe. Und das geht aber nach 3 Minuten Anrauchen wieder weg. Aber das ist wirklich eine Zeit, bei der ihr durch müsst. Also ich habe da wirklich schon die Gummidichtung kontrolliert, ob da nicht irgendwas angeschmort ist. Und also der Tabak schmeckt nicht zu intensiv. Er ist mir ein bisschen zu wenig intensiv, muss ich sagen. Aber die Himbeernote, die durchkommt, gefällt mir dann wirklich sehr gut. Ich liebe ja Himbeeren und habe die auch im Garten. Wirklich fruchtig, leicht säuerlich, süßlich, so wie eine Himbeere halt schmeckt. Und eben nicht chemisch, das wird einfach auch nicht das Ding von Rossana sein. Ja, und dann zu meinem Fazit, also wie viele Punkte würde ich dem Tabak geben? Ich würde dem Tabak 7 von 10 möglichen Punkten geben, da er mir einfach nicht intensiv genug ist, aber mir einfach die Himbeere, die schmeckt einfach. Für Himbeerfans kann ich den nur empfehlen, man kann den wirklich mal holen und man kann den auch wirklich mal rauchen. Allerdings dann doch eher die 50 Gramm OVP und vielleicht kommt der im Ami-Setup noch ein bisschen intensiver. Schmeckt mir aber trotz allem wirklich sehr, sehr gut. Einfach fruchtig und identisch nach der Frucht. Oh Mann. Und ja, in dem Fall bin ich auch schon fertig und würde mich über konstruktive Kritik, Kommentare und oder Abonnenten freuen. Ja, hier das T-Shirt, das hat nichts mit meiner Meinung zur Religion zu tun. Das ist nur eine Band, die ich gern höre. Nicht, dass irgendwer denkt, ich verachte irgendwie eine Religion. Und in dem Fall bin ich schon fertig. Schaut doch mal in meinem Gewinnspiel noch vorbei. Tschüss Leute, bis zum nächsten Review. Haut rein.